Echsenhund, Echsenhundi, Echsenhundi, Echsenhundi. So, siehst du, guck mal hier. Guck mal hier. Da. Guck mal her. Guck was mal ist her. Da? Ah? Nucki. Streichel ihm. Lebst du noch? Hallo? Lebst du noch? Lebst du Nucki. Noch? Oh. Oh, guck mal, hier ist ein riesengroßer Baumstamm, ob man den zersägen kann und davon Holz kriegt. Oh ja, tatsächlich, guck mal hier. Was? Hier hinten, guck mal hier. Ah, okay. Dieser riesengroße Baumstamm hier, siehst du den? Ja. Boah, da kriegst du sicher viel Holz. 16 Holz gekriegt von. Was? Super. So, was haben wir hier? Kohle, normal. Okay, alles klar. Holz. Aber es geht immer wenigstens Holz. Ich bräuchte mal die Mineure, mein Guter. Ja, ich nehme dir. Wie mache ich das jetzt? Tu die mal in mein Auto hinten rein. Ah, okay, stimmt. Oder deins ist das ja hier. Ist das dein Auto hier vorne? Ja. Ja, dann pack die mal da hinten rein, dann hole ich mir die da raus. Wir müssen sie irgendwie. Schade, dass man den nicht beschriften kann. Da ist so ein Schild oder sowas. Was? Ja, das wäre cool, wenn man da so einen Namenstag drauf. Was hier kann ich nicht looten? Weißt du, ich kann nichts looten. So. Okay, mach mal zu. Ja, ja. So. Boah, 3 Mineure. Na geil. Ja, hab okay. Ich. Dann. Wir fangen gleich an, Kohle zu schürfen, mein Guter. Wir fangen gleich an, Kohle Schole zu schürfen. Schole zu kürfen. Hosti. Hosti, Bosti. Ja. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Über die Buchstabenverwechslungen und was das mit mir macht. So. Ach, ich pack die jetzt ganz einfach mal wild hier hin. Ja, ja. Ganz wild. Ganz und gleich wild. Fahren wir mal zur Kristallhöhle rüber. Sobald ich hier die Bohrer. Oh, Katerium, geil, gib her. Sobald wir hier die Bohrer gesetzt haben. Ah, das ist zum Forschen des Katerium, gell? Nee, das ist später auch ein Rohstoff. Ganz klar. Cool. Ach, das kann ich looten. Ich kann auch viele Dinge nicht abluten, Horsti. Ich kann auch viele Dinge nicht abluten. Nee. Okay. So, ich versorge das erstmal hier mit Biomasse. Die Kohlebohrerei. Später kann sie sich von selbst versorgen. Also mit Kohlestrom. Dann legen wir ein Kabel zurück. Das ist das einzige Perpetuum mobile sozusagen. Okay. Biomassengenerator, wir sind weit weg von zu Hause, Leute. Ja, ja. Weit unrasiert weg und fern der Heimat. So. Fern der Heimat. Hosti. Ich sehe schwarz für dein weiteres Überleben. So. Was? So. Biomassengenerator hat Treibstoff drin. Das ist gut. Wir bohren fucking Kohle. Mein Guter. Und ich glaube, ich weiß schon, wo wir ein riesengroßes Kohlekraftwerk hinbauen. Das zeige ich dir auf dem Rückweg. Okay. Weißt du, was wir jetzt erstmal machen? Wir bauen hier erstmal einen Container hin. Oder ein Container-Silo. Wo wir sämtliche Kohle erstmal reinfüttern. Damit hier gebohrt wird, während wir wechseln. Oh, hier ist noch Alien-Organe. Wir hatten die mitgenommen. Nicht mitgenommen. So, ich pack mal hier vorne einen Container hin, oder Container-Silo hin. Small. Ja. Wie in alten Zeiten. Ich hoffe, ich habe genügend Materialien da. Und da kommt dann die Kohle rein, ne? Ja. Ach, wir brauchen ihn diesmal nur 3 Stockwerke hoch. Das reicht vollkommen, oder? Ja, das reicht. Okay. Ja, dann sicher. Erstmal, das ist ja auch nur pro forma das Ganze. Ja, stimmt, ja. Wir machen mal Folgendes. Ich werde mal... Aber wir brauchen unbedingt viel mehr verstärkte Eisenplatten. Weißt du warum? Dann können wir nämlich die Förderbänder MK2 nehmen. Sind um einiges schneller. Mhm. Und, so, dann gib mal her. Förderband Fusionator.
Ah, es wird eh nichts bringen, groß. Aha. Ich bin irgendwie ein bisschen out of this world gerade. So. Ja, wir müssen nachher unbedingt mit verstärkten Eisenplatten wiederkommen, damit wir hier alle Förderbänder auf MK3 bringen können. Ha, was? Moment. Falsch. Blütenblätter. Ich habe gedacht, du baust da irgendwas ab. Das hörte sich so an, als wärst du gerade dabei, Erz abzubauen. Ja, habe ich ein bisschen geklopft, habe ich, weil ich wollte eigentlich looten, aber da war das Erz im Weg. Das hier sind übrigens nicht die einzigen Kohlequellen, die beiden. Wenn man darüber geht, ist noch eine. Die werden wir auch brauchen, weil wir brauchen hier Stahlproduktion. Ja. Okay, jetzt ist die Frage. Kriege ich jetzt einfach ein Förderband hier dran? Das wäre ja so super. Schön. Kohle, Leute, unsere erste Kohle. Ja. Ich habe eine Kohle. Ich habe eine Kohle. Das ist... Horsti. Manchmal. Manchmal bringst du mich zum Verzweifeln. Ach, Leute. So, dann. Geht das? Ich will dich aber nicht zum Verzweifeln bringen, sondern zum Verdreifeln. Na, das wäre doch was. So, dann. So. Der war flach. Was ist denn das da? Schleppband, drücke E um zum Lenken. Achso, ja, ich hab mir gedacht. Ja, egal. Oh, geil, die Kohle kommt rein, die Kohle kommt rein. Super. Boah. Zu cool. Wir brauchen so viele, wir brauchen jede Menge verstärkte Eisenplatten, weil wir müssen diese ganzen Förderbänder auf die höchste Geschwindigkeit bringen. Alle diese Lifte und diese Förderbänder haben nämlich eine Nenngeschwindigkeit. Momentan haben wir nur MK1, weil wir mit normalen Eisenplatten arbeiten. Wenn wir mit verstärkten Eisenplatten arbeiten, können wir MK2 nutzen. So. Aber das ist es erstmal für diese Sache. Ja. Weißt du was? Ich mach da mal kurz, wie viel lange habe ich aufgenommen? Das wird jetzt mitten in der Folge sein, ist aber egal. Ich mache erstmal eine Pause. Komm du mal hier runter zum Strand zu meinem Auto, fahr das bitte nicht an. Ja. Und du kannst hier ein bisschen rumlaufen und Kram looten. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe nur einmal kurz klein und dann. Ja. Okay. Meine Stunde ist ja auch schon gleich wieder voll, ne? Aber. Willst du dann kurz eine Milchpause machen und so? Oder wie? Ja, würde ich gerne, aber es läuft Gefahr, dass ich angegriffen werde. Nö, hier unten nicht. Oder bleib einfach auf dem Auto. Bleib jetzt einfach so auf dem Auto, wie du bist. Also nur wenn es Fahrt verbraucht, Treibstoff okay. Oder was? Ja. Glaube ich zumindest. Ansonsten kannst du auch daneben stehen bleiben. Also hier unten kommt nichts an. Ganz besonders, okay. Wo wir jetzt hier die Bohrer da oben am Laufen haben, ist eigentlich sowieso die Spawnerei zu Ende. Also stell dich mitten auf den Strand, da passiert nichts. Ja, ich habe drei Minuten habe ich noch. Okay. Und ich werde dann Pause machen und ja, passt. Und dann nehme ich mir mein Bierchen. Wow, was habe ich da jetzt? Blähbeeren! Hey, cool. Nein, ich habe nur Blähbeeren gesammelt. Da oben ist irgendwas. Was ist das? Ja, da sind wieder die Schweinekühebullen neu gespawnt, glaube ich. So. Ja, wieder Blähbeeren. Ich liebe Blähbeeren. Horst, die rennen nicht so weit in die Gegend. Ich gehe rein schon wieder runter. Ich habe Angst. So. Ich mach mal hier noch ein bisschen Platz. Leute. So. Ich gehe zum Auto zurück, Leute, von heute. Ja. Dann machen wir gleich gemeinsam unsere Pause. Ja, genau. Aua. Ja, passt. Das wäre eh super. Oh, ein Speckpilz. Okay. Endlich. Komm mal her. Komm mal her. Was? Was ist los? Meine Katze. Runter da. Nein, da geht man nicht drauf. Fenster ist offen. Hier bin ich. Hallo. Ja, komm mal her. Ich will dir zeigen. Das hier ist ein Speckpilz. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Hey, cool. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Die sind äußerst selten. Und sind für unsere Forschung wichtig. Jetzt können wir den. Oh, da ist noch einer. So, den habe ich jetzt so. Oh, hier ist eine Höhle voller Speckpilze. Scheiße, da werden wahrscheinlich Spinnen drin sein. Ich bin mir sicher.
Ja, wahrscheinlich. Oh, das ist hier. Oh, ich höre eine Mörser-Sphäre. Ich bin da alles am Abbluten, Leute. Was geht? Ja, und mich lockt hier gerade eine Spur von Speckpilzen zu einer Mörser-Sphäre. Oh, Leute, das ist aber. Ich halte Einhorn. Oh. Ah, oh, da ist sie, die Mörser-Sphäre. Ich hab sie. Wusch! Ich trau mich nicht. Das packe ich wieder fest. So, da ist nichts mehr. Das war's mit dieser Höhle. Die war letztes Mal noch nicht da, diese Höhle, als ich das gespielt habe. Die scheinen sie neu ins Spiel reingebracht zu haben. Coffee Stain, ich bin begeistert. Ihr macht immer nur wieder neue Sachen. Geil. Oh, was machst du denn hier? Feuerspucke wieder gespawnt. Boah, du kannst doch nicht gespawnt sein hier unten, Vogel. Au! Hab ich dich erwischt? Hab ich dich erwischt aus Versehen? Nö, das war der Schweinekühlbulle. Der Spucker. Feuerspucker. Warum haben wir hier einen Feuerspucker? Der kann nicht respawnen. Was? Okay, da kam der wahrscheinlich von woanders. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe lieber aufs Auto rauf. So. So, meine Lieben. Also, dann werde ich hier mal eine Pause einlegen. Am Auto. Haha. Mhm. So kann mir nichts passieren. Ach. Ja, ich grüße dich, Herr Crispy Flake aus Trier. Mach diesen Namen weg. Ja, muss ich gehen. Warum ist eigentlich dein Discord-Name jetzt McDonald's? Frag ihn Tobi, ich hab keine Ahnung. Oh, Tobi, ich hör auf damit. Diese Änderungen dauern in die ganzen Namenänderungen, was soll das? McDonald's, hör auf damit. Nein, das ist nicht witzig. Nimmer normal. Ja. Ihr solltet getrennte Accounts haben, ganz eindeutig. Ja, normal. So, Wahnsinn, sowas. So, aber ich schaut so aus, Gesundheit vom Auto, gibt's auch. Ja, natürlich. Die kannst du auch runterfahren und dann ist Feierabend mit dem Auto. So, dann mach du mal deine Milchtrinkpause, ich mach meine Pause. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, liebe Leute, und ich sage Game Over, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das gleiche gilt für mich. Entweder ich bin gleich wieder da oder übermorgen. So, liebe Leute von heute, mit dem Geräusch von Horstis Auto, denn er hat Angst, dass er hier kalt gemacht wird, bin ich mal auf dem Weg. Und ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde hier einfach mal ein Förderband durch die Gegend schlagen. Und hoffentlich dabei nicht überfallen werden. Denn ich möchte, dass wir ein bisschen Kohle schon rüberkriegen zu einem der zukünftigen Kohlekraftwerke. In meiner Singleplayer-Welt habe ich mein Kohlekraftwerk ja hier unten gebaut, aber ich möchte diesmal ganz ehrlich diesen Dschungel nicht zerstören. Und wir fangen gleich mit dem Horsty. Für diejenigen, die hier schon geguckt haben, die das Singleplayer-Let's Play geguckt haben, wir fahren gleich rüber zur Kristallhöhle. Weil das mit Horsti komplett urleibernd gefallen, da bin ich mir sicher. Nein, diese wunderschönen Bäume hier werden nicht abgeholzt. Ja, ich befürchte ja schon, wenn Horsti eine Kreissäge kriegt, dann wächst hier gar nichts mehr. sagt derjenige, der hier letztes Mal das Baummassaker par excellence angerichtet hat. Ja, ich glaube, das ist gerade wieder passiert. Ja, ich werde versuchen, möglichst wenig von dieser wunderschönen Natur hier zu zerlegen. So, dann pack mal die Kreissäge weg. Wir könnten jetzt auch, während Horsti hier im Dschungel ist, einmal kurz rüberfahren und den Xeno ich denke gerade an den Xeno-Basher, den hätte ich nämlich gerne. So, wir bauen mal einfach wild ein Förderband durchs ganze Land. Förderband ist zu lang. Okay. Das wollen wir natürlich nicht haben. Aber schaut mal, da kommt unsere Kohle und wie viel wohl schon in dem Container drin ist. Wir haben ja da hinten schon eine ganze Menge. So, ich werde uns mal eine Ausrüstungswerkstatt hier unten an den Strand bauen, wo wir schon letztes Mal die Ausrüstungswerkstatt hatten. Hier irgendwo an die Ecke. Da passt sie gut hin. Lass mich mal sehen.
Produktion, Werkbank, hier, nee, nicht Ausrüstungswerkstatt, sondern die Werkbank, die ist wichtig. Ausrüstungswerkstatt können wir uns natürlich hier auch hinstellen. Mache ich vielleicht sogar gleich mal. Aber wo der eine Feuerspucker eben herkam, das macht mir Sorgen irgendwie. Wenn der einfach so sich so anschleichen konnte, dann, ne, dann ist das auch nicht so gut. Ich möchte gerne mal sehen, dass ich hier Schrauben und verstärkte Eisenplatten herstelle. Tut mir leid, dass ich das jetzt wieder machen muss, aber das Ding ist, wir brauchen die schnelleren Förderbänder. Also zumindest bis zur zum Silo hier vorne würde ich gerne die Mach 2 Förderbänder haben. So, dann gucken wir mal. Kriegen wir denn schon Logistik Förderband MK2? Kann ich das ersetzen? Ungenügend Material. Ich bräuchte 17 fucking verstärkte Eisenplatten, alles klar. Aber dann habe ich wenigstens zu tun, bis Horst wieder kommt. Das war klar. Gut. 17 verstärkte Eisenplatten. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber glücklicherweise läuft ja drüben die verstärkte Eisenplattenproduktion auch ganz gut. Was ich mir noch wünschen würde, das wäre ein Förderbandsplitter, wo man verschiedene Ausgänge einfach ein- und ausschalten kann. Das wäre sehr, sehr geil. Moinsen. Auch schon 2,5 Stunden insgesamt, sagt die Facecam. Ja. Das heißt dann ja im Endeffekt, dass Horsti hat gesagt, dass er heute nicht sehr lange machen will, dass er heute bis höchstens 1 Uhr machen möchte. Und dann sind wir da ja fast schon angekommen. Dann ist die Aufnahmesitzung auch schon fast zu Ende. Ich muss dazu auch sagen, heute die Aufnahmesitzung, es ist nicht ganz so gewesen, dass ich darüber sehr glücklich war. Also ich hatte gestern geplant, mit Horst sie aufzunehmen, aber heute dann irgendwie habe ich mich so absolut schlapp gefühlt. Dieses scheiß dunkle Wetter irgendwie macht mich komplett fertig. Ja, ich bin sehr wetterempfindlich in Bezug auf ungenügende Materialien. Ah. Was? Hier von 6? Achso, ich habe nur Schrauben gemacht. Na, fuck die Wand an. Moment. Entschuldigung. Soll nicht mehr vorkommen. Aber ich muss sagen, wir kommen mit dem Horsti gut schnell voran. Also, wenn ihr bei mir ins Singleplayer guckt, wie lange ich gebraucht habe, um hier in den Dschungel zu kommen. Wie lange ich gebraucht habe, bis ich überhaupt eine Kohlenader angerührt habe. Ja, das hat schon was. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Schwefelquelle. An der anderen Kohleecke. Da werden wir mal schauen. Und dann gucken wir mal, wo wir das größte Kohlekraftwerk aller Zeiten hinballern. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da vorne, da auf den Plains, da ist ja so eine Riesen. Also diejenigen, die Satisfactory schon länger spielen, die werden es wissen. So, dass da so ein See, ein riesengroßer See in der Mitte ist und da haben wir genügend Kühlwasser für unsere Kohlekraftwerke. Das wäre mit Sicherheit ganz, ganz schön, das hinzubekommen. So, bis der Horst jetzt wiederkommt, werde ich hier mal eben... Oh, ich habe mich stumm geschaltet im Discord. Dann weiß der Horst gar nicht, wann ich wieder da bin. So, ist so. Ja, aber er kriegt ja alles mit, hier ist ja nichts geheim, er kriegt ja alles mit später in der Aufnahme. So, dann wollen wir schauen. Da ist der das Förderband MK3. Und ihr seht, das schwupst aber auch ordentlich weg hier. So, und jetzt brauchen wir noch hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch geht. Ich bin wieder da, Leute. Jo, moin. Ich habe die Aufnahme gestartet und es geht wieder los. Willkommen zur nächsten Folge. Ja, Satisfactory war. Ich bin ja gerade im Menü. Ja. Hi Ösi-Zuschauer. Hallöchen. Ich sag's nicht. Okay. Leute, ich mache jetzt die letzte Stunde Honk. Ist es okay?
Ja, das ist okay. Das hatte ich sowieso nicht anders gedacht, weil es sind ja schon 2 Stunden weg. Ja. Und du hattest ja sowieso gesagt, so 3 bis 4 Stunden wären drinne. Ja. Insofern alles in bester Ordnung. Ich möchte hier noch kurz die Dinge, ich möchte hier noch kurz ein paar verstärkte Eisenplatten fertigen, damit ich hier die Kohle bis zu dem Silo auf MK2 die Förderbänder bringen kann. Ja. Das wäre ganz klasse. Ich habe hier mein Bierchen in der letzten Stunde jetzt, die ich mache, mein Bierchen am Start. Bierchen. Das hört sich immer an. Bierchen, Bierchen. Ja, dann, wie sagt man auf Österreichisch eigentlich so typisch österreichisch Prost? Prost? Warte mal kurz, lass mich überlegen. Da gibt es doch sicherlich irgendeinen speziellen Begriff, so. Agurden oder. Nö, eigentlich Prost, ne? Prost. Ja. Es gibt ja sonst immer auf Österreichisch für alles irgendwie spezielle Worte. Ja, schon, aber für Prost, glaube ich.